Ich bin getroffen. Komm. Gib mir den Rest. Komm. Feigling. Oh, er ist getroffen. Er ist getroffen. Ey! Oh oh. Red Light Alarm ist an. Und herzlich willkommen zurück zu Black Mesa, dem Remake von Half-Life. Wir spielen das Original Half-Life durch und wir sind natürlich Gordon Freeman. Und wir haben die Aufgabe, wir sollen eine Rakete starten. Hier sehen wir noch den Raketenschacht. Die Rakete ist schon hochgefahren. Und die Rakete soll einen Satelliten ins All bringen, den unsere Kollegen im Lambda-Komplex dringend brauchen. Ja, und wir hoffen, dass sie damit das Problem in irgendeiner Weise lösen können. Außerdem sollen wir uns natürlich selber zum Lambda-Komplex durchschlagen. Und das machen wir auf unterirdischen Schienen. Ich fahre einfach mal los. Allerdings muss ich hier aufpassen, denn das Militär lauert überall, hat uns Fallen gestellt. Und ich hoffe, dass wir hier nicht gleich wieder in die nächste Falle fahren. Daher halte ich lieber hier mal an. Und gucke erstmal, was hier passiert. Sehen tue ich erstmal nichts. Nee, 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 nee. Vorsichtig mit den Waffen. Denn ich versuche immer zu zielen. Und dabei löse ich meistens immer die zweite Waffenfunktion aus, ungewollt. Und das ist nicht so toll. Auf jeden Fall kann ich mir hier ein bisschen Energie für meinen Anzug holen. Ansonsten geht es uns ja ganz gut. Auch mal was Neues. Ich sollte vielleicht mal Licht ausmachen. Oh oh, da ist wieder eine Plattform, die nach oben fährt. Und das bedeutet meistens böse, böse Fallen. Hier sieht das ganz friedlich aus. Lade Daten. Ich lade nochmal, weil ich dann nämlich gleich meine Dresine holen kann. Oh, er lädt nicht. Wieder zurück, okay. Ich hoffe, ich kann sie gleich noch anhalten, dass die nicht plötzlich losfährt und ich keine Kontrolle mehr darüber habe. Deswegen halten wir lieber mal, ich sag mal hier an. Und dann gucke ich mir das Ganze erstmal vorsichtig an. Mehr Licht haben wir ja genug. Also für Black Mesa Verhältnisse. Hier ist es ja notorisch dunkel. Sektor E. Mad Trans C. Okay. Aha. Wir müssen ja auch, glaube ich, nach oben. Wir kommen zurück an die Oberfläche. Oh, Leiter. Aber auf der anderen Seite. Lieber erstmal so umgucken. Ah, jetzt wird es wieder lustig. Kann ich hier hinspringen? Natürlich nicht. Doch, geht. Ein Fass. Das sind nur Kakteen, das sind keine Soldaten. Die wären schon längst weitergelaufen und hätten zurückgeschossen oder hätten zuerst geschossen. Ich gehe lieber zu Fuß. Au! Ja, ich habe mich gerade noch gefangen. Bin mir immer nicht sicher, ob es klack, klack. Ob es hier eventuell auf den Plattformen irgendwas zu looten gibt.
Nein, leg's wieder ab. Da ist nichts hinter. Hier sehe ich auch nichts, aber das heißt nichts. Oh, okay, es geht doch nicht ganz nach oben. Erste Untergeschoss. Jetzt ist die Frage. Sind das Schüsse, die man so im Hintergrund hört? Aber da hinten ist irgendwas. Das sieht nicht gesund aus. Irgendwas lauert da. Ich gucke mal, mit dieser Kanone kann ich zielen und da kann ich ein bisschen ranzoomen. Ist das eine Lichtschranke oder was ist das? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, mein Wägelchen hier hochzuholen. Was ist hier los? Komme ich hier nicht hoch? Okay. Hier komme ich nicht hin. Interessant. Ah, da sind Weichen. Und ich glaube, die kann ich dann verstellen, indem ich einfach drauf schieße. Irgendwie habe ich da eine Erinnerung dran, dass das so ging. Aber wir machen es lieber Schritt für Schritt und ganz vorsichtig. Aber jetzt werde ich erstmal meine Motodrosine da hochholen. Hoffentlich ist das eine gute Idee. Nicht, dass gleich doch wieder haufenweise Militär da oben lauert. Und ab geht's. Nee, es ist so, wie ich erhofft habe. So, fahren wir erstmal nur gerade rum. Irgendwas steht da. Das könnte auch eine Selbstschussanlage sein. Das könnte irgendwie ein Tower sein. Ich traue dem Frieden einfach nicht. Nee, das ist nur ein Hütchen. Aber dahinter leuchtet ein rotes Licht. Oh, 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 oh. Hier sollte ich mich nicht hinter verstecken. Gut, das dürfte eine Weiche sein. Und ein großer Bahnhof. Keine Bewegung. Und eine weitere Dresine. Okay. Nee, das ist nur ein... quasi ein Waggon. Oh, oh, aber da geht's los. Ein MG aufgebaut. Jetzt weiß ich ja, wie man damit umgeht. Aber... viel Deckung bekomme ich ja trotzdem nicht. Ich fahre mal hin. Ja, nicht. Okay.
Langsam und vorsichtig. Ja, dieses Ding, das irritierte mich hier so ein bisschen. Stopp! Stopp! Gut, als ich abgesprungen bin, hat es angehalten. Das ist immerhin schon mal gut. Hier kann ich hochspringen. Boah, das Licht. Das ist verdächtig. Auf jeden Fall gibt es da wieder ein heftiges Kämpfchen, da gehe ich fest von aus. Ah, Medikamente. Ein toter Kollege. Ich traue mich nicht. Hier komme ich leider nicht rein. Ich glaube, das muss man von der anderen Seite aufmachen. Ich muss dahin. Nichts funktioniert mehr hier in Black Mesa. Alles steht auf Rot. Alles ist blockiert. Ich wusste es doch. Na komm, nochmal. Los, komm. Trau dich. Mist! Diese... So. Autsch. Wolltest du schon? Ja. Was man hat, hat man. Ich wusste doch, dass das eine Falle war. Da habe ich nur noch 12 Kugeln von. Die schmeißen natürlich wieder Granaten wie die Bekloppten. Kann ich das Licht ausschießen? Nee, leider nicht. Meine Kugel verschwendet. Solange sie mir hier jetzt keine Granate hinschmeißen, ist alles okay, aber das Licht, das ist extrem fies. Aber ich glaube nicht, dass das Ding so weit reicht. Der liegt. Okay. Huh! Gut durchatmen. Jetzt geben. Da könnte ich drauf schießen. Falls sich da jetzt noch einer hintraut. Aber ich bin noch lange nicht alleine. Ja, schmeiß mal. Da sollte nichts passieren. Alles klar. Der steht hier in der Ecke. Und kommt wegen dem Hütchen wahrscheinlich nicht um die Ecke rum. Er ist getroffen. Nö. Wie kommst du denn darauf? Erzähl doch nicht immer so ein Kram. Oh, ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Komm. Gib mir den Rest. Komm. Feigling. Oh, er ist getroffen, er ist getroffen. Ey! Na toll. Das fand ich jetzt nicht so witzig.
Wieso kamen die plötzlich von hinten? Nix, get back. Jetzt muss ich ihn nachladen. Nein! Scheiß. Was? Wer kickt hier wessen Ass? Oh, oh. Ah, nee. Ich muss da raus. Ich muss raus. Holy shit, yes. Das trifft den Kern der Sache. Lieber nochmal nachladen. Kommt er oder kommt er nicht? Wo ist der Kerl? Oder ich habe ihn erwischt. Okay, das beantwortet meine Frage. Ah, ich habe noch zwei Granaten. Yee! Ist ja ekelhaft. Es ist ja nur ekelhaft. Ah, er steht am Fass. Er steht am Fass. Habe ich ihn? Mit dem Fass? Ich brauche sowieso Munition. So, gib mal her. Den Zinnober. Ah, so. Ah, wir kommen der Sache näher. Jetzt werde ich natürlich wieder geblendet. Ich gehe doch mal auf der anderen Seite lang. Sicher ist sicher. Das Ding ist auf der Draisine montiert. Könnte ich damit weiterfahren? Also hier ist erstmal Ruhe im Karton. Oha. Würde man hier drauf schießen, wird es richtig lustig. Wenn ich da hingehe, kommen sie wahrscheinlich... Ja, von hinten. Wenn sie natürlich immer von der Seite kommen, wäre gut, aber... Oha. Wir checken das erstmal alles ab. Uah. Ja, der ist gut von dem explodierenden Fass erwischt worden. Seine Teile liegen hier überall rum. Ist das Absicht, dass ich hier raufklettern kann, soll? Oder darf ich das kaputt machen? Hier ist keine Chance, irgendwie raus oder reinzukommen. Ich könnte mit dem Ding weiterfahren. Könnte ich das? Ah ne, der steht auf dem Stopp. Das heißt, ich müsste den zurückfahren. Ich probiere das mal. Das Ding kann ich nicht fahren. Schade. Höher, höher. Die Dinger sind natürlich sehr praktisch. Endlos Munition. Aber die Gegner haben ja auch endlos Munition. Ja, brauche ich das? Kommen da gleich noch viel mehr? Das ist die Frage. Auf der anderen Seite, vielleicht haben die die Tür aufgemacht. Die müssten ja irgendwo hier durchgekommen sein. Oder sie haben die Tür auch gleich wieder zugemacht. Das hatten wir schon verbraucht, leider. Oh, Handgranaten waren da drin. Muchas gracias. Ja gut, dann kloppe ich hinten auch erstmal alles kaputt. Und hoffe, dass ich vielleicht noch was finde. Hier kann ich nichts kaputt... Das Licht, das will ich kaputt klippen. Oh, und Energie für den Anzug und Heilung. Es kommt noch mehr. Sonst wäre hier nicht so viel. So. Wir sind wieder fit, hier können wir rein.
dieses Ding. Sonst kann ich doch immer alles aufnehmen oder kaputt machen. Aber das ist Absicht. Hier ist nix. So, mein Freund. Wie ist es hinter dem Nachtsichtgerät? Schön warm? Tja, fahre ich das Ding da jetzt einfach weiter, oder? Geht das anders? Ich weiß es nicht mehr. Die Stelle kommt mir auch nicht wirklich bekannt vor. Die wollen die Waffe wechseln. Ich kann nicht einfach daneben fahren. Nein! Na egal. Ich fahr doch ein Stück vor. Stopp! Ja, jetzt kann ich zumindest rüberlaufen. Das wollte ich eigentlich nur. Ich sag's auch, früher konnte man die Funkgeräte kaputt machen. Meinte ich jedenfalls. Okay, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall weiter. Und hier muss ich mit allem rechnen. Da schon nochmal Anzugenergie. Das heißt, wir werden hier viel Spaß. Ah, wer ist dieser Cal Freeman? Das heißt, er war im Epizentrum. Wissenschaftler? Jupp. Scheiße. Was glaubst du, der Typ ist dafür verantwortlich? Sabotage vielleicht? Ja, vielleicht. Alles, was ich sicher weiß, ist, dass er Marines umgebracht hat. Oh ja, er wird dafür bezahlen. Er wird definitiv bezahlen. Auf Handgranate reinschmeißen. Könnte auch böse für mich ausgehen. Und ich weiß ja nicht, ob die direkt dahinter stehen oder weiter weg. Weiter weg. Hihi. Schade, dass ich jetzt keine Waffe habe, die leise ihre Arbeit tut. Irgendwie so ein Bogen oder so. Das wäre cool. Was war das denn? Oh, 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 da oben. Autsch! Ja, das war jetzt richtig doof. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viel Heilung war. Also hier geht's richtig zur Sache. Habe ich ihn? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen habt ihr mich getroffen. Ich muss nur auf diese blöden Granaten aufpassen. Okay. Ja, go! Ja, warte nu! Ich warte! Huhu. Ich sehe nichts. Ich finde zumindest cool, dass die auch selbstständig. Ah, da unten. Yay, weg! Ich glaube, das schreit ja vielleicht doch nach einer Handgranate. Er ist getroffen. Ja, das ist mein Bein. Oh. Das war sehr doof. Aber ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er wieder da reinkommt. So. Soldat verletzt. Kann man so sehen.
Ja, der Typ, der da unten rumläuft. Ich will die Tür zumachen. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ich hole mir erstmal gerade ein bisschen Energie. Was haben wir hier? Oh, Sprengfallen. 90%. Die hätte ich natürlich gut einsetzen können. Ich befürchte nur, hier. Der kommt da nicht wieder raus. Der kommt aus diesem. Autsch. Ja, ja, was für eine Granate. Ah, scheiße. Die Kommentare sind wirklich cool. So, vielleicht. Die Sprengfallen bringen mir jetzt noch nichts. Ich sollte versuchen, ihn wegzusnipern. Ich glaube nicht, dass hier noch einer reinkommt und die Tür aufmacht. Ja, geht in Deckung. Geht schön in Deckung. Die bringen sich selber um! Okay. Das war ja einfach. Klack. Okay, wir holen uns gerade nochmal. Wo war denn? Da. Noch ein bisschen Gesundheit. Dass wir wieder voll dabei sind. Oh, jetzt geht's aber richtig zur Sache. Die habe ich voll. Wo habe ich die überhaupt? Das waren diese automatischen. 6. Also mehr kann ich davon nicht mitnehmen. Okay. Let's go. Aber vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das waren mit Sicherheit nicht die einzigen. Zumindest gibt es hier Munition. Und ich bin draußen. Aber draußen war es immer ganz besonders ungemütlich bisher. Hier ist nichts. Da könnte ich in Deckung gehen. Hoffe ich zumindest. Okay, auf jeden Fall sind wir hier richtig. Das scheint die Raketenabschussstation zu sein. Die wird nur, wie schon erwartet, streng bewacht. Ich denke, von oben ist immer eine gute Position. Gibt es hier noch mehr? Was ist das? Munition? Eine Taschenlampe? Ich habe manchmal immer so den Verdacht, die Kisten sind auch dafür da, dass ich sie zusammenschiebe und mir damit eine Leiter mache. Ja. Heilung gäbe es hier nochmal. Aber es können ja auch Goodies drin sein. Hier ist die Rakete. Ach, ist sie nicht schön? Auf jeden Fall. Was? So, ich wollte gerade sagen. War ich das jetzt mit dem... mit dem Schraubenschlüssel? Wenn ich hier runterspringe, komme ich nicht wieder hoch. Erstmal genau gucken, was denn Sache ist. Die Rohre stören. Komme ich vielleicht auf die Rohre? Das gehört ja auch mit zum Spiel. Bau dir eine Leiter.
Nein, 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 nicht umfallen. Ich komm. Ja, ich hab's geschafft. So, das nenne ich oben. Hier können sie mich natürlich gut runterschießen. Aber ich sehe endlich auch mal was. Ich brauche mal meine Knarre, wo ich so ein bisschen mit zielen kann. Da steht doch einer. Ob ich den wegsnipern kann? Ja, eindeutig. Und ich habe sie aus der Reserve gelockt. Immerhin. Jetzt wird natürlich geschossen. Zweiter Down. Ich habe irgendwie. Ne? Ich glaube, das war eine gute Idee. Denn hier geht. Oh, ey, fall um! Danke. Wie viel denn noch? Wow. Oh Mann, das wird lustig. Okay, der Tanz. Da habe ich schlechte Karten. Aber der nicht. Oh, die haben... Ich wollte gerade sagen, die haben... Okay. Aber immer noch. Wie viel sind denn das noch? Ich habe noch 3 Schuss. Die müssen gut eingesetzt werden. Aber jeden, den ich jetzt wegsnipern kann, den habe ich hinterher nicht mehr am Hals. Ja, das habe ich gemerkt. Aber immerhin den einen habe ich noch. Oder auch nicht. Soldat verletzt. Das wollte ich hören. Ja, da unten. Oh. Okay. Also der müsste doch auch mehr als verletzt sein. So. Komm, 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 trau dich. Nachladen. Ich habe nämlich gleich keine Munition mehr. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein paar Handgranaten werfen. Was die können, kann ich auch. Ich weiß noch nicht, wie weit ich die werfen kann. Nicht weit genug, das habe ich mir gedacht. Da ist ja noch viel mehr. Mann. Wenn ich mit der Schrotflinte hier was ausrichten könnte, aber ich befürchte, dass die einfach nicht die Reichweite hat. Autsch. Nee, das hat ganz weg. Da muss ich näher ran. Boah. Okay. Wenn ich die irgendwie in Sprengfallen locken könnte, das wäre nicht schlecht, aber zumindest habe ich einige schon erledigt, ohne... Ah, da hinten sind sie. Raketenwerfer könnte ich jetzt gut gebrauchen. Soldat verletzt, ja. Da habe ich nicht mehr großartig Munition. Die kann ich mir zwar... Na? Oh, die sind zu weit weg. Ich muss die irgendwie versuchen, hier hinzulocken.
bin mit Munition momentan echt schlecht aufgestellt. Hier ist zu. Kann ich das aufmachen? Und da lauern sie schon wieder. Wenn ich sie irgendwie hier hinlocken könnte, das wäre cool. Ich muss mir noch mal ein bisschen die Gegend hier angucken. Oh. Der Laster, der interessiert mich. Da könnte vielleicht Munition drauf sein. Habt ihr noch Munition? Ich kann dringend Munition gebrauchen. Das liegt hier. Sag bitte, dass hier keine Munition. Hier. Ah, immerhin so ein bisschen. Okay. Ich stecke fest, ich brauche einen Plan. Das machen wir nächstes Mal. Ich halte so lange aus. Ich warte auf euch. Versprochen. Bis dann. Tschüss.